Liebe Hörerinnen, liebe Zuschauer der Telefon- und Videoandacht, ich habe heute Morgen einen Abschnitt aus der Passionsgeschichte gelesen, bei Matthäus im 26. Kapitel ab Vers 6. Ich lese ihn vor aus der neuen Genfer Übersetzung. Jesus war in Bethanien bei Simon dem Aussätzigen zu Gast. Während der Mahlzeit trat eine Frau mit einem Alabastergefäß voll kostbarem Salböl zu ihm und goss ihm das Öl über den Kopf. Die Jünger waren empört, als sie das sahen. Was soll diese Verschwendung? Man hätte das Öl teuer verkaufen und das Geld den Armen geben können. Jesus merkte, wie ärgerlich sie waren. Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sagte er zu ihnen. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Indem sie dieses Salböl über mich gegossen hat, hat sie meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Ich muss sagen, ich verstehe die Jünger. Eben noch ein Kapitel zuvor hat Jesus davon gesprochen, wie wichtig es ist, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um die Bedürfnisse der schwächsten Gesellschaftsmitglieder aufzunehmen, zu berücksichtigen und die Not der Menschen, der Ausgegrenzten zu lindern. Ein Blick auf die gegenwärtige Welt und ich stimme den Jüngern sofort zu. Wir müssten doch eigentlich alles in unserer Macht, alle uns zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, um die Not der Welt zu lindern. Ich stelle auch immer wieder fest, was wir Christen, was wir als Kirche tun, ist an vielen Stellen zu wenig und bleibt hinter den Möglichkeiten zurück, die wir haben. Ich finde mich im Unbehagen oder in der Empörung der Jünger ganz schnell wieder. Und doch gibt Jesus der Frau recht, die so verschwenderisch an Jesus gehandelt hat. Die Frau hat leidenschaftlich ihm etwas Gutes getan, etwas, das keinen vordergründigen Nutzen hat. Wie schnell frage ich auch ich immer wieder nach dem Nutzen einer Sache. Wozu muss ich zu einer Tagung leibhaftig in eine andere Stadt fahren, wenn ich doch genauso gut von zu Hause aus am Bildschirm dran teilnehmen kann, dass was gesagt, gesprochen wird, was mir etwas nützt, das kann ich auch so mit aufnehmen. Aber jetzt seit einigen Monaten, wo es dann doch wieder mehr möglich ist, leibhaftig an irgendwas teilzunehmen, merke ich, wie wertvoll schon allein die Fahrt dahin und zurück ist und alles drumherum, ja, schon allein aus dem Zugfenster zu schauen und die Landschaft in mich aufzunehmen, die Gespräche der Zugreisenden mitzuhören, wenn sie denn laut genug sprechen. Ja, das sind nur zwei Beispiele, die an sich schon einen Wert haben, auch wenn sie keinen unmittelbaren Nutzen haben. Ja, wie viele Dinge haben keinen Nutzen, aber einen Wert? Bei einer Freizeit fragte mal ein Junge nach einer Abendandacht. Wir gingen so aus der Kirche raus, wir waren dort im Kerzenschein und haben gesungen und gebetet. Und der Junge fragte dann so seinen Vater, aber alle hörten es, ich auch. Wofür war denn das jetzt gut? Ja, ich konnte ihm auch keine schnelle, nützliche Antwort geben. Die Frau hat an Jesus etwas Wertvolles verschwendet. Was ist das Wertvollste, was ich habe? Neben meiner Familie ist es bestimmt auch die Zeit. Die ist wertvoll, weil sie oftmals so knapp ist oder knapp erscheint. Und trotzdem habe ich es mir angewöhnt, Gott jeden Tag eine halbe Stunde meiner wertvollen Zeit zu schenken. Zumindest versuche ich es, gelingt nicht immer. Zeit, in der ich vor ihm zur Ruhe komme, in der ich auf sein Wort höre. Und all das hat keinen unmittelbaren Nutzen. Ich kann es nicht verwursten. Ja, nicht immer stellt sich etwas Nützliches ein, wie eine bahnbrechende Erkenntnis
oder eine Antwort auf die Fragen, die ich ihm im Gebet stelle, das bleibt oft genug auch aus. Und doch hat diese Zeit einen unschätzbaren Wert für mich. Das merke ich vor allem dann, wenn ich es mal nicht schaffe, ihm diese Zeit einzuräumen und zu schenken. Dann fehlt mir was und ich kann gar nicht genau sagen, was das eigentlich ist, was da fehlt. Aber eins merke ich ganz deutlich. Die nutzenbringende Zeit, den anderen, also die übrige Tageszeit, die dann auch übrig ist, die wird irgendwie nicht weniger, obwohl ich davon ja schon etwas abknapse. Im Gegenteil, das, was ich tun muss, was einen Nutzen haben muss, das schaffe ich trotzdem und vielleicht sogar besser, effizienter. Aber ups, da denke ich ja schon wieder in Nutzenkategorien. Was, liebe Hörerinnen, liebe Zuschauer, können Sie an Jesus verschwenden? Versuchen Sie es doch einmal jetzt gleich nach dieser Andacht, 5 Minuten vor Gott still zu werden. Indem einfach mal 5 Minuten ihrer Zeit zu schenken. Einfach so, ohne Nutzen.